Einfach iTunes öffnen und im iTunes Store unter TV-Sendungen die gewünschte Sendung oder Staffel auswählen und downloaden. Abspielbar ist die Sendung auf allen geeigneten Geräten, wann immer und so oft du willst. D-Max, immer und überall. Die Highlights. Der August wird ein Abenteuer. Los, los! Es geht um alles oder nichts. Die Schatzsucher. Eiskaltes Gold. 8 Männer im Goldfieber in den unberührten Balken Grönlands. Das ist ein guter Ort, um Gold zu finden, aber auch ein guter Ort, um zu sterben. Die Schmuggler. Alles über die gefährlichen Strategien der Kriminellen. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Angel-Champions. Jeder gegen jeden. Go! Wettkampffischen auf höchstem Niveau. Ich hab einen. Die Highlights im August. Mein Freund, wir haben Gold gefunden. Auf D-Max. AJ wendet sich dem zweiten Viertel zu. Und plötzlich trifft ihn die Schwere der Moffoletta mit voller Wucht. Ich habe noch nie so viel gegessen, aber ich mach weiter. AJ, hör zu. Du hast die Hälfte vom zweiten Viertel nach 17 Minuten. Rock and roll. Rock and roll. Wie macht Dad das? Gut, er hat schon mehr gegessen. Das schafft er. Das ist nur ein normaler Mittwoch. Ich habe noch jede Menge Zeit. Ich glaube, ich mache den Job sehr gut. AJ hat noch eine halbe Stunde, kämpft aber mit jedem Bissen. Doch seine Leute unterstützen ihn. Hör zu, mach schön langsam. Du hast noch eine Viertelstunde. Denk immer nur an den aktuellen Bissen. AJ kämpft sich weiter durch. Dieses Gefühl, das er hat, wenn alle ihn anfeuern, das sollte jeder mal erleben. Das ist verdammt lecker. Ich gebe nicht auf, Adam. Nein. Als noch 5 Minuten bleiben, hat AJ mehr als die Hälfte des Sandwiches nicht geschafft. Aber ich lasse ihn nicht allein untergehen. Wir machen das Bissen für Bissen. Immer wenn du abbeißt, beiß ich auch ab. Wir halten zusammen. Im Gleichmarsch. Gemeinsam kämpfen wir als tapfere Recken des Tellers bis zum bitteren Ende. AJ hat das Moffoletta-Sandwich zwar nicht besiegt, aber er hat immerhin 3 Pfund vertilgt. Mehr als jeder vor ihm in dieser Challenge. Today! Heute verneigen wir uns nach dem Kampf Mann gegen Essen ehrfürchtig vor der siegreichen Moffoletta. Aber mit neuem Rekord. Applaus für AJ Frado. Es ist mir eine Ehre, dir als Champion den Meistergürtel zu überreichen. Der belegt, dass du der Größte am Golf bist. Ja. AJ, isst du sowas nochmal? Klar, ich gebe nie auf. Stimmt, sollen doch andere Salami essen. Ah!
Ja, hier. Adam, hättest du das Ganze geschafft? Mal ehrlich, wenn ein Held wie er strauchelt, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Frecher kleiner Affe. Ich bin auf den Florida Keys zur Kong- oder Fechterschnecken-Challenge. 15 Minuten, um so viele Fechterschnecken wie möglich zu essen. Der Rekord sind 25? Ja, das sind viele. Ich nehme eine kleine, aber starke Kämpferin unter meine Fittiche. Die Studentin Cassie Glenn aus Miami. Man traut's mir nicht zu. Abwarten. Wir zwingen die Kong in die Knie auf diesem Florida Key. Ich bin Adam Richman. Jahrelang war ich auf der Suche nach den besten Restaurants und Diners der Nation. Und hab mich den größten Fress-Challenges gestellt. Magna Chismo, der 5-Pfund-Nacho. So macht man Legenden. Jetzt sind mal die anderen dran. Wollt ihr eine Challenge? Los mit der Challenge! Gemeinsam testen wir die leckersten lokalen Spezialitäten und vertilgen die feistesten Portionen. Misch es, zermansch es, aber hör nicht auf! 100 Austern! Hier kommt verdammt lecker! Meine Suche nach dem Besten hat mich auf die schönen Florida Keys gebracht. Diese sonnige Inselkette wird auch Kong Republic genannt. Nach der Fechterschnecke, für die hier alljährlich ein Festival steigt. Diesmal will ich die Kong-Königin mitkrönen. Aber zuerst genieße ich die königlich gute Küche der Keys. Von den weltbekannten Key Lime Pies bis zu einem Fisch, der einmalig ist. Die Florida Keys sind ein Anglerparadies. Hier gibt es vom Zackenbarsch über Tarpon, Hai und Barracuda bis zum Eberlippfisch alles. Dieser Fisch mit der Schweineschnauze wird für seinen Jakobsmuschelähnlichen Geschmack gemocht und kann doch tatsächlich nur mit dem Speer gejagt werden. Und der frischeste Fang wird jeden Tag im Hawkfish Bar and Grill serviert. The Hawkfish Bar and Grill liegt im Yachthafen von Stock Island. Seit 2002 wird hier Eberlippfisch in Tacos, auf Salat oder auf Eiern serviert. Und der Fisch? Ist frisch. Aber das Beste hier ist einfach unglaublich. Das Killer Hawkfish Sandwich. Ein halbes Pfund frittierter Eberlippfisch mit Emmentaler, sortierten Champignons und Zwiebeln auf gegrilltem kubanischem Brot. Die packen viel frischen Fisch rauf und dann die Pilze und der Käse. Das muss man mögen. Sieht sehr gut aus. Ich treffe mich in der Küche mit Lippfischjäger Bobby Mongelli. Der Eberlippfisch ist ein Wahrzeichen der Keys. Es gibt ihn fast nur vor den Keys, vor Miami, Fort Lauderdale und Palm Beach. Er liebt dieselben Orte wie meine jüdischen Verwandten. Wir machen deinen Killer-Hawkfisch, du Hawkfisch-Killer. Zuerst würzen wir ihn. Wir salzen und pfeffern zwei Eberlippfischfilets, halten sie in Mehl, Buttermilch und japanisches Paniermehl namens Panko. Dann wird frittiert. Jetzt lassen wir sie schwimmen. Während die Fische bräunen, bereiten wir am Grill die Garnierungen vor. Bei uns heißt Killer viel. Sortierte Zwiebeln und Pilze, das ist ja fast, als ob du ein Käsesteak auf ein richtig geiles Fischsandwich legst. Stimmt. Du Killer. Wir grillen leicht luftiges kubanisches Brot und fischen unsere knusprigen Filets aus der Fritteuse. Diese Farbe,
Goldbraun, perfekt. Und hier kommt der Killerteil. Etwas mehr, Adam. Jetzt noch Gurke und eine Tonne Pommes frites. Tonne minus eine. Das Killer Hawkfish Sandwich ist fertig. Und ich schlag die Hauer rein. Oh my God. Unglaublich, oder? Wenn man in das Sandwich beißt, schießt einem der Saft und der Geschmack vom Fisch entgegen. Und der Käse bildet mit den Pilzen und den Zwiebeln eine Art Soße. Hier gibt's aber auch krebsgefüllte Shrimps. Ihr habt so viele unglaubliche Sachen auf der Karte. Aber ich muss noch ein Gericht kosten, das für mich die Florida Keys verkörpert. Ihr macht doch krebsgefüllte Shrimps. Stimmt. Und hier kommen sie schon in den Ofen. So werden sie schön braun. Und weil sie offen vor sich hin brutzeln, hört man sie reden. Hörst du? Was sagen sie denn? Mann, ich bin randvoll mit leckerem Krebsfleisch, Chilis und Zwiebeln. Die sehen toll aus. Können sie raus? Machen wir. Das Kunstwerk auf Safranreis legen und noch ein bisschen Hummersoße drüber. Das ist Hummer. Der Hummergeschmack soll den Krebs nur abrunden. Klar. Das Gericht ist fertig und ich koste gleich. Da schmeckt man jede einzelne Zutat raus. Vor allem die Meeresfrüchte. Das leicht Süßliche vom Krebs und die Shrimps haben den Geschmack von der Füllung angenommen. Toll. Ich brauche noch ein bisschen. Wir müssen klären, warum da nur 6 auf dem Teller sind. Das Killer Hogfish Sandwich war unglaublich. Aber jetzt müssen wir den Monarchen der Kong Republic im Kong Fritter Fresswettbewerb krönen. Ich schicke die Studentin Cassie Glenn aus Miami ins Rennen. Cassie ist nur 1,52 groß, hat aber einen riesen Appetit. Bei meinem ersten Wettessen ging es um Tacos. Wir Mädels haben die männlichen Studenten geschlagen. Wie viele Tacos hast du geschafft? 16. 16, das ist beeindruckend. Ich liebe Essen und Herausforderungen. Man muss kein großer Kerl sein, um sowas zu schaffen. Stimmt. Und mit meiner Hilfe gewinnt sie sowieso. Mit Palmen, Stränden und cooler Cuisine haben die Florida Keys schon Größen wie den Sänger Jimmy Buffett und Ernest Hemingway angelockt. Aber der berühmteste Bewohner der Inseln ist der Key Lime Pie. Seit 1992 serviert das Blue Heaven mit seinem altmodischen Inselcharme diesen Limettenkuchen in einer Version, die bis in den Himmel ragt. Zuerst mal liebe ich Baisers. Und dann ist dieser hier aus natürlichen Zutaten. Wenn man einen Key Lime Pie kriegt, der grün ist, ist das ein Fake. Also hier ein guter Tipp. Wenn der Key Lime Pie grün ist, ist er nicht echt. Und am besten schmeckt er mit ein bisschen Vanilla Ice. Rob, ich bin geehrt. Wir sind in Key West und du trägst eine Jacke und eine lange Jeans. Ich werde wegen der Jacke oft angemacht. Ich ziehe sie mal aus. Ich war schon als Kind hier und ich liebe Key Lime Pie. Die Limetten wachsen gleich hier draußen. Sie sind besonders süß und schmecken toll. Trotzdem sollte man nicht einfach so reinbeißen. Kommt her und esst einen Pie in Key West. Das müsst ihr Rob versprechen, sonst ist das ein Verbrechen. Key Lime Pie Extreme. Wie ein VIP darf ich in die Backstube vom Blue Heaven. Ich will sehen, wie der haushohe Kuchen gemacht wird. Ich habe Limetten dabei. Die waren vor einer Stunde noch bei mir am Baum. Unglaublich. Die Limetten von den Keys sind kleiner und säuerlicher als gewöhnliche Limetten.
und geben diesem Kuchen besonders viel Geschmack. Die schmeckt gut. Ja, säuerlich. Und einer hat mehr Saft als zwei von den Grünen aus dem Laden. Ich drück noch den letzten Tropfen raus. Mein Workout. Dann kommen Eidotter und Kondensmilch zum Saft. Super süße Kondensmilch und die sehr zitronige Limette. Das wird toll süß und sauer. Das kommt in einen hausgemachten Vollkorntortenboden. Dann als Glasur die Baiser-Masse. Wir mischen Eiweiße und Zucker, bis die Masse hart genug ist, um daraus kleine Gipfel und Täler zu formen. So muss das aussehen. Jetzt türmen wir einen Baiser-Berg auf, der unserem Keyline-Pie alpine Höhe verschafft. In 25 endlosen Minuten erfährt unser Pie dann eine deliziöse Verwandlung. Wartet auf das Baiser. Der Key Lime Himalaya. Das perfekte Stück. Stimmt. Delicious. Köstlich. Die Konsistenz ist zwischen Pudding, Käsekuchen, Mousse und sowas wie den Freudentränen eines Engels. Himmlisch. Der echte Key Lime Pie in Key West war unglaublich. Aber jetzt wird es allmählich ernst. Ich muss Cassie Glenn dabei helfen, Königin der Conk Republic zu werden. Erstens, immer bewegen, dann rutscht das Essen besser. Kapiert? Gut, die Dinger sind schwer und frittiert, also trink was. Einen Schluck nach jedem Bissen. Kapiert. Und zuletzt, du musst ein gleichmäßiges Tempo finden und schon wirst du Königin der Conk Republic. Kapiert. Die drei Regeln? Bewegen, trinken und gleichmäßiges Tempo. Cassie Glenn, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die Florida Keys sind eine Inselkette südlich von Florida und werden nach der hiesigen Fechterschnecke, der Conk, auch Conk Republic genannt. Die Leute hier spielen auf ihr und essen sie natürlich. Der Höhepunkt des jährlichen Conk Festival ist der frittierte Conk-Verschling-Wettbewerb. Wer in 15 Minuten die meisten schafft, kriegt eine Trophäe und wird König oder Königin der Conk Republic. Heute kämpfen 10 der hungrigsten Helden des Sunshine State im Key Largo Conk House um die Krone. Ich habe meine Thronfavoritin gut auf das Turnier vorbereitet. Es ist die taffe Cassie Glenn. Ich bin die Außenseiterin im Rennen. Die Leute wissen nicht, was sie erwarten sollen. Aber die werden schon sehen. Seit 2004 werden die Riesenschnecken im Key Largo Conk House auf jede nur erdenkliche Weise serviert. Kann man auf den Keys sein, ohne was mit Conk zu essen? Nein, das muss man probieren. Das ist die Conk Republic. Aber hallo. Für mich die leckerste Variante dieser örtlichen Spezialität? Die frittierten Conk Fritters. Man schmeckt die grünen Chilischoten, die Schnecke und die Gewürze. Keine Ahnung, wie sie das machen, aber es ist jazzy. Und ich liebe Jazziness. Unsere 10 Thronanwärter hungern nach Action. Also zische ich ab in die Küche und helfe bei der Vorbereitung. Das ist eine Queen Conk. Okay, aber was sind diese Fechterschnecken genau? Das sind große Seeschnecken, die in ihrer Schale leben. Man schlägt mit dem Hammer ein Loch rein und kann die Conk dann rausziehen. So leicht geht das. Die Conk besteht nur aus Muskeln. Damit sie sich gut kauen lässt, muss man sie weich klopfen. Der Conk-Hammer. Die Conk des Donners.
verschreckst das Ding. Meins ist auch ganz klein. Wenn sie weich genug ist, wird die Kong im Mixer püriert. Danach ist das frische Gemüse dran. Da sind noch Stückchen drin. So knackt das Frittierte. Stimmt. Dazu kommt ein Berg aus Mehl und Inselgewürzen. Von Cayennepfeffer bis Curry. Und dann noch... Bier! Can't go wrong with beer. Bier passt immer. Jetzt wird's manschig. Mit einem Eislöffel formen wir Kugeln, die dann 3 Minuten in die Fritteuse kommen, bis sie knusprig und goldbraun sind. Außen knusprig, innen schön weich. Noch liegt der Rekord bei 25? Stimmt, das ist jede Menge Kong. Mal sehen, wer gewinnt, Mensch oder Mollusk. Draußen will die ausgelassene Menge die neue Kong-Majestät krönen. Ich schau mal, wie es meinem Schützling geht. Yoda sagte, nicht beurteil mich nach meiner Größe. Viele Leute hier sehen meine Größe und glauben, dass ich das nicht kann. Aber ich zeig denen noch, dass ich es schaffe. Cassie ist bereit für den Kampf mit der Kong. Und ich mach diesmal den Zeremonienmeister. Leute, hört die Botschaft! Wir beginnen den Fechterschnecken-Frittier-Fress-Wettkampf! Bewohner der Kong Republic, seid ihr bereit? In 3, 2, 1, go! Die Thronanwärter greifen an und vertilgen eine frittierte Kugel nach der anderen. Cassie hält mit. Sie schafft ihre ersten 3 Fritters in nur 30 Sekunden. Nicht so viel Wasser. Und beim Schlucken gerade stehen, dann rutscht es besser. Ich bin Mike Brewer. Ich versuche es im Autogeschäft ganz nach oben zu schaffen. Jede Hilfe ist willkommen. Ich will auf der ganzen Welt verkaufen. Das ist mir zu viel. Ich muss es reparieren. Wer will's kaufen? Ich komme, Superauto. Deal. Toll. Super. Genial. Eine neue Folge, die Gebrauchtwagenprofis rund um die Welt. Morgen 13.15 Uhr auf D-Max. Jetzt probieren bei Burger King die neue Frozen Lemonade. Jetzt für nur 1,99 €. Burger King. Geschmack ist King. Du bist ein Playboy mit außergewöhnlichen Kräften. Du kommst auf die Party des Abends. Das könnte passieren. Du benutzt einen Röntgenblick. Etwas zu lang. Du brauchst keinen Röntgenblick. Und du trägst keine Badeshorts. Du triffst eine heiße Unbekannte. Stell dir vor, was sonst noch passieren könnte. Super Playboy für ihn. Press to play. Getting the best around. Du bist auf der Suche nach tollen Angeboten in deiner Nähe? Deine Gettings-App zeigt dir die günstigsten Deals. So geht's. Angebot auswählen, Handy im Geschäft vorzeigen und viel Geld sparen. Gehe jetzt in den App Store und lad dir die Gettings-App. Getting the best around. Die stärkste Bundesliga aller Zeiten. Alles live. Alles in HD. Alles nur auf Sky. Hol dir die Sky Flatrate für 29,90 € im Monat. Und nur jetzt HD, 12 Monate gratis. Jetzt bestellen unter 0186 883 3x0 30 oder auf sky.de/flatrate. Sky. Sovereign of the Seas. Der berüchtigte Golden Devil. Entdecken und bauen Sie den ersten Dreidecker der Geschichte. Das größte Flaggschiff seiner Zeit. Maßstabsgetreu bis ins Detail. Ein atemberaubendes Modell. Schritt für Schritt Bauanleitung, online immer verfügbar. Bauen Sie die Sovereign of the Seas. Jetzt online bestellen und diese extra Geschenke sichern. www.goldener-dreidecker.de von De Agostini. Hi, wir sind die Gründer von Rebuy. Was ist Rebuy? Rebuy macht ein Gebrauchtes zu Waren. Auf jetzt, Hintern hoch.
Einfach zu Hause ausmisten. Schnapp dir deine Handys, Bücher, Filme, Spiele, Elektronik und ab damit zu Rebuy. Mach dich freier! Werde Rebuyer! Ihr habt euch super vorbereitet. Wir können es wirklich mit jedem Gegner aufnehmen. Auf geht's! Auf geht's! Nimm dein Leben selbst in die Hand. Entscheide dich richtig. Dann senkst du dein Krebsrisiko. Ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe in Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund. Entscheiden Sie sich jetzt für Love-Film. Oh mein Gott! Genial! Für Top-Spielfilme und aktuelle Serien. Viele in HD und ohne Werbung. Spannende Unterhaltung für groß und klein. Wann Sie wollen und so oft Sie wollen. Zum Festpreis von 6,99 Euro monatlich kündbar. Filme und Serien online schauen mit Amazon. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf lovefilm.de. Jetzt brandneu TV-Planer. Endlich mehr Übersicht. Uhrzeit, Sender, anschauen. TV-Planer. Schneller sehen, was läuft. Überall auf der Welt müssen Tiere durch Menschenhand leiden. Sie leben in kleinen Käfigen, werden misshandelt und verenden oft qualvoll. Die Welttierschutzgesellschaft hilft Tieren in Not. Bitte helfen auch Sie. Mit einer Spende von 5 Euro im Monat können Sie viel bewirken. Schauen Sie nicht weg. Werden Sie jetzt Fördermitglied, rufen Sie uns an. 0180 50 500 50. Helfen Sie Tieren in Not. Danke. Good Game Empire. Erbaue eine mächtige Burg. Erobere Länder und Kontinente. Herrsche über die Welt. Werde eine Legende in Good Game Empire. Spiele Good Game Empire. Jetzt auf empire.dmax.de. Ich dachte, Sprachen lernen ist schwer. Nein, mit Bubble kannst du einfach online Sprachen lernen. Wähle die Sprache, zum Beispiel Englisch oder Spanisch, und leg sofort online los. Einfach und mit Spaß. Geh jetzt ins Internet zu bubble.com und probier's gleich aus. Einfach online Sprachen lernen. bubble.com. Ich will nach Venedig. Und ich will jede Nacht ausgehen. Und ich will so eine schöne alte Badewanne. Ich will einfach das perfekte Hotel für mich finden. Und buchen? Buchen will ich da, wo es am günstigsten ist. Kriegst du das hin? Hotel? Trivago. Echte Männer kann nichts stressen. Außer sie sitzen nicht am Steuer. Das neue RideGuard Extreme Activated schützt Männer auch in Stresssituationen. Lass dich nicht stressen, behalte die Kontrolle. Mit RideGuard, perform like a man. Als wir den Mazda CX-5 entwickelten, begannen wir bei Null. Das Ergebnis? Die Sky-Active-Technologie. Was Sie davon haben? Mehr Leistung, weniger Verbrauch und jede Menge Fahrspaß. Der Mazda CX-5, jetzt mit 0% Zinsen. Sascha. Leidenschaftlich anders. Mit der D-Max-App für iPad und iPhone bist du immer im Bild. Auf Durchsuchen drücken und rein in die Welt der Männer. Nie wieder was verpassen. Die App hat sogar eine eigene Weckfunktion. Programmübersicht, Clips, exklusives Behind-the-Scenes-Material. Alles rund um deinen Lieblingssender. Teil die besten Szenen über Facebook und Twitter mit deinen Freunden. Die Gratis-App von D-Max für iPad und iPhone. Jetzt holen und Spaß haben. Die 10 besten Angler der USA. Nervenaufreibende Angel-Challenges. Man muss echt hart sein, um hier durchzuhalten. Atemberaubende Konkurrenzkämpfe. Ich bin zum Gewinnen hier, nicht um Freunde zu finden. Und nur ein Ziel, den dicken Fall zu landen. $30,000, diese Trophäe. Die neue Serie, die Angel-Champions, ab Freitag, 23. August, auf D-Max.
Die größten Schmugglerkartelle. Es wurde etwas abgeworfen. Im Visier. Hier 106, Ziel erfasst. Der Ermittler. Wir sind stets auf jede mögliche Gewalt vorbereitet. Ein Milliardengeschäft. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Doch die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen. Das Interkommando springt auf die Simon Bolivar. Sie sind an Bord. Eine neue Folge, Die Schmuggler. Mittwoch, 22.15 Uhr auf D-Max. Ich bin stolz auf Cassie. Sie nutzt eine Technik der Wettkampffresser. Sie tunkt es in Wasser, damit es besser flutscht. Das Tempo ist unfassbar. Nach einer Minute teilt sich Cassie den Spitzenplatz mit Dr. Rob Prowshek aus Key Largo und Mac Fowler aus Miami, die beide doppelt so groß sind wie sie. Die großen Hunde knurren sie drohend an. Da darf Cassie bei ihrem Durchmarsch keine Schwäche zeigen. Cassie zeigt uns, dass nicht die Größe des Hundes im Kampf zählt, sondern die Größe des Kampfes im Hund. Nur 2 Minuten nach Beginn des 15-Minuten-Wettstreits hat sie schon ein Dutzend geschafft. Bringt Cassie das zweite Dutzend! Sie hat schon fast die Hälfte des bisherigen Rekords von 25. Glaubst du an sie? Wird sie Königin der Conk Republic? Na klar, klein, aber stark. Nach 5 Minuten übernimmt Dr. Rob Prowshek die Führung. Dr. Fritter, der ist unglaublich. Er lässt nicht nach und könnte einen neuen Rekord aufstellen. Doch mit völliger Selbstaufgabe frisst sich die unfassbare Cassie ihren Weg zurück an die Spitze. Sie ist so bei der Sache. Nach 8 Minuten hat Cassie ihr zweites Dutzend verschlungen. Ihr fehlt nur eine Kugel und sie bricht den bisherigen Rekord. Du schaffst das. Hüpf ein bisschen hin und her. Genau so, schön locker bleiben und runter damit. Cassie besiegt auch Kong 25. Noch eine und der Rekord ist gebrochen. 6 Minuten vor dem Turnierabpfiff ist Cassie noch unter den ersten dreien. Aber war ihr wahnsinniges Tempo vielleicht doch zu viel für sie? Alles klar? Nur ein Rülpser. Gut. Bei der 26. Kong erreicht sie dann aber die Grenze, an der gar nichts mehr geht. Ich esse noch eine. Ich glaube an dich. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen und verputzt Fritter Nummer 26. Damit hat sie den Rekord gebrochen. Trotzdem liegt sie in ihrem Kampf inzwischen hinter den anderen Thronanwärtern. Zurücktreten. Als sich der Staub in der Arena legt, steht Mac Fowler aus Miami mit 42 Fechterschneckenfritters als Sieger da. Cassie hat zwar nicht gewonnen, doch ihr Kampfgeist macht sie zur unbestrittenen, verdammt lecker Heldin. Unsere kleinste und stärkste, Cassie Glenn, hat 26 geschafft. Eine mehr als der letzte Rekord. Wir ernennen sie zur Königin der Conk Republic. Im ewigen Kampf zwischen Mensch und Riesenportionen geht diese Runde eindeutig an die Menschen. Du bitte. Adam, wie viele Conk-Fritters hättest du geschafft?
Ich weiß nicht. Das hübsche Mädchen neben mir hat bei einem Fünftel meines Volumens 26 geschafft. Ich bin wirklich beeindruckt, dass solche Zahlen überhaupt erreicht wurden. Das war's von den Florida Keys. Bis zum nächsten Mal. Ich beurteile mich nach meiner Größe. Ein normales Auto, ein Wagen von West Coast Customs. Aus meiner kleinen Tuning-Klitsche in Kalifornien ist im Laufe der Jahre eine international expandierende Firma geworden. Inzwischen zählen wir zu den erfolgreichsten und bekanntesten Custom-Car-Schmieden der Welt. Für uns arbeiten die besten Designer und Handwerker der Branche. Wir bauen Fahrzeuge, von denen alle träumen. Ich bin Ryan Friedlinghaus. Willkommen bei Inside West Coast Customs. Heute ist ein großer Tag. Lucasfilm will mit mir über ein Projekt sprechen. Bestimmt geht's um Star Wars. Ich düse gleich nach San Francisco. Dort werde ich erfahren, worum es geht. Hi, good morning. Hi. I'm John Goodson. Hey, John. Welcome to Industrial Light and Magic. It's my wife, Megan. Hi, Megan. Nice to meet you. This is little Ryan. Ryan. And Dylan. Hi, Dylan. How are you? Good. Since you got your family. Die ganze Familie ist dabei. Da gucken wir uns doch erst mal ein paar Filmrequisiten an. Things like that? I'm excited. Sehr gern. Die Star Wars Abteilung, ein TIE Fighter. Oh, that's cool. Well, this was used on Jedi. Und der Jedi Meister Yoda. This is a Yoda. Hey Yoda, we have a. Zu Hause haben wir mehrere von denen. Und das ist ein Soldat der Sturmtruppen. Obviously, I'm a humongous Star Wars fan. Ich bin ein großer Star Wars Fan. Die Besichtigung von Lucas Tricktechnik Studio Industrial Light and Magic zusammen mit meiner Familie ist ein absolutes Highlight. It's really a once in a lifetime thing. Dylan, stand by the front door. Stell dich vor die Tür. Jetzt sieht er aus wie ein Riese. Like a giant. Look at E.T. Da ist E.T. Well, you know what? This is the end of the tour. Die Tour ist zu Ende. Ich schlage vor, Megan und die Kids gehen eine Kleinigkeit essen, während wir alles besprechen. We'll see you shortly. Klasse, dass wir mit euch zusammenarbeiten können. Ich bin total aufgekratzt. Das ist ein Traumprojekt. Mein Haus ist vollgestopft mit Star Wars-Kram. Meine Kollegen von der Konzeptabteilung. So this is Alex Jaeger, concept artist. Nice to meet you. Nice to meet you. Ryan Friedlinghaus, and this is Tang Lee. Hey, also concept artist. Nice to meet you. Awesome. Okay, legen wir los. I think this is gonna be awesome. Er macht das bestimmt super. Ryan ist ein Star Wars-Fan. Und das unterscheidet ihn von anderen Tunern. Dieser Umbau ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Wir haben uns überlegt, welcher Wagen Krieg der Sterne und Lucasfilm am besten repräsentieren könnte. Und da fiel uns sofort die VW-Werbung mit dem kleinen Jungen im Darth Vader-Kostüm ein. Für uns wäre der in den USA gebaute Passat eine gute Basis für einen Umbau. Er sieht toll aus. Aus dem kann man viel machen. Was sind eure Ideen? What are your guys' ideas? Well, we came up with some ideas here. Hier sind ein paar Designvorschläge. Fangen wir mit dem Sturmtruppenwagen an. Felgen mit dem Logo des Imperiums und viele andere interessante Details wie die markanten Scheinwerfer. Dann haben wir hier noch einen Rebellenwagen in Grau mit bunten Streifen. Und jetzt kommt unser absoluter Favorit, der Darth Vader-Wagen. Es gibt ein paar rote Elemente. Ansonsten ist er matt und glänzend schwarz lackiert. Können wir alle drei bauen? Klar. Das Coolste ist mit Abstand der Darth Vader-Schlitten. Ein toller Kontrast. Schwarze Karosserie mit roten Akzenten. Bei dem fallen mir gleich tausend Sachen ein.